Da gehört schon Schutzbezug um den Migrationskurs der Ampel als Schlingerkurs zu bezeichnen. Das trifft es nicht und ist das so gewollt, dass man jetzt seine Spuren verwischt, so nach dem Motto, gerade mal nicht aufgepasst, ein bisschen ins Schlingern gekommen. Nein, 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 Presseclub und Frau, Namen bereits vergessen. Ja, man kann auch manche Namen vergessen und man muss sie vergessen, weil es ist kein Schlingerkurs. Dieser Kurs ist schon sehr solide, den die Ampel betreibt. Das ist der Kurs, den auch Großbritannien betreibt, nämlich einfach Abschiebungen zu verhindern. Das Paradebeispiel ist Nordrhein-Westfalen, wo die zuständige Ministerin ja eigentlich nichts gemacht hat in Sachen Abschiebung und angeblich kennt sie sich da nicht mal aus, was denn überhaupt die gesetzliche Grundlage ist. Und so ist das bei SPD und bei den Grünen. Die FDP duldet es mit und die hat jetzt so richtig einen auf den Sack bekommen, wenn man eben das macht, was eigentlich notwendig wäre. Und dadurch dann auch einen Unmut und eine Wut und eine Ohnmächtigkeit in der Bevölkerung hervorruft, gerade und insbesondere auch unter der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, die sich ja, und das verschweigen dann solche Institutionen wie der Presseclub, Heute Journal und ARD Tagesthemen, die Migranten, die seit Jahrzehnten im Land leben und die dann richtig sauer sind. Und das zu Recht. Und das war nicht der einzige Grund, meine gnädige Frau, warum die Ampel in Thüringen und Sachsen gerade sowas von K.O. geschlagen wurde.